Yo Leute, was geht ab? Ich hoffe, das kurze Video hat euch gefallen und ja, meine Morning Routine sieht natürlich nicht in Wirklichkeit so aus, sondern es sollte einfach nur unterhalten ein bisschen. Nichtsdestotrotz möchte ich aber kurz darüber sprechen, dass Routinen wirklich, wirklich wichtig sind. Denn nur durch Routinen kommst du letztendlich zu deinem Erfolg. Wenn du immer Disziplin brauchst, um dies oder jenes zu tun, wenn du Disziplin brauchst, um morgens früh Sport zu machen oder abends Sport zu machen, oder wenn du Disziplin brauchst, deine Arbeit zu erledigen, dann ist alles einfach unglaublich anstrengend. Deswegen unbedingt Routinen entwickeln, die dich an dein Ziel bringen. Stell dir vor, du hast für alles, was du als Ziel hast in der Zukunft, eine Routine entwickelt, die dich dorthin bringt. Wenn du für alles eine Routine hast, dann ist es nicht mehr anstrengend, denn nur am Anfang für neue Routinen zu etablieren, brauchst du Disziplin. Aber wenn du erstmal die Disziplin hattest, die Routine zu etablieren, dann ist die Routine nicht mehr anstrengend, denn das ist ganz normal. Das ist so wie, wenn du morgens früh aufstehst und auf Toilette gehst oder wie, wenn du abends vorm zu Bett gehen deine Zähne putzt. Das ist das Normalste der Welt und es ist nicht mehr anstrengend für dich, sondern es ist einfach eine Routine und gehört ganz normal zu deinem Ablauf. Vielleicht hast du die eine oder andere Routine in deinem Leben, die aber vielleicht auch gar nicht mal so förderlich für dich ist. Dann ist es natürlich eine Sache, die ein bisschen anstrengender ist, denn du musst sie erstmal verlernen und mit neuen positiven Routinen ersetzen. Das heißt, wenn du das Gefühl hast, vielleicht solltest du die eine oder andere Routine in deinem Leben ändern oder vielleicht neue Routinen in dein Leben etablieren, dann schau dir mal genau an, was in der Zukunft gerade dein Ziel ist. Und wenn du dann merkst, okay, die und die Routine habe ich in meinem Leben, vielleicht ist die gerade nicht so förderlich, um mich wirklich an mein Ziel zu bringen. Und schreib dir das ruhig mal auf. Schreib dir eine Liste mit Routinen, die du gerade hast, wo du gerade Zeit für verbringst und welche Routinen du vielleicht stattdessen lieber etablieren solltest in dein Leben. Und dann versuchst du es einfach mal. Gib dir ein bisschen Zeit. 30 bis 90 Tage solltest du schon opfern, um neue Routinen zu etablieren in deinem Leben. Also gib nicht zu früh auf. Starte einfach und leg los. Wenn du dann erstmal die Routinen etabliert hast, dann mach dir keinen Kopf, das läuft von alleine und du kommst, ohne viel drüber nachzudenken, immer näher und näher an dein Ziel. Also, auf geht's, nicht mehr warten, neue Routinen in dein Leben integrieren und Gas geben. Ich wünsche dir viel Spaß dabei, lass mir gerne ein Abo da, wenn du gerade das allererste Mal zugeschaut hast, weil wir haben immer noch unglaublich viele Leute, die meine Videos schauen, aber nicht abonniert haben. Also lass mir gerne ein Abo da, es würde mir unglaublich weiterhelfen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut und ciao.